Hallo und herzlich willkommen zu der bereits 9. Folge von Churros 11. Ja, die letzte Folge, unglaubliche, was ihr an Kommentaren abgegeben habt für die Spieler. Danke dafür und ich danke schon mal für den Daumen nach oben, den du für dieses Video da lässt und natürlich für die zukünftigen Kommentare mit den Upgrades, sofern wir uns irgendwelche Upgrades erspielen werden. Aber ja, ihr seht im Hintergrund noch das alte Team, wobei ich da schon bei Akbanor eine Positionsänderung gemacht habe, weil das neue Team habe ich schon mal ausprobiert. Ja, ein kleiner Spoiler, von dem her seht ihr da schon. Ich will auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich zeige euch gleich das neue Team und das sieht so aus! 5 Upgrade-Punkte konnten wir anwenden und die habt ihr folgendermaßen euch gewünscht, beziehungsweise die Mischung von dem Ganzen von euch zusammen hat das ergeben. Wir haben einen neuen Linksverteidiger, Bernard, dann haben wir Rode als linken ZM, als rechten ZM Emre Can, als ZOM Lallana und als neuen Stürmer haben wir Ings. Ja, somit ist die Mischung eigentlich, finde ich, noch gut gelungen mit den ganzen Kommentaren, die ihr euch so gewünscht habt. Und auch meine Meinung ist eingeflossen, indem ich noch weiterhin Lukimi als Innenverteidiger habe und Akbanor wurde vom ZOM zum Stürmer umfunktioniert. Ja, das ist eigentlich das Team. Ich hoffe, wir können uns noch mehr Upgrade-Punkte erspielen und dann können wir schon direkt los auf die seltenen Goldspieler. Das wäre einfach nur hammergeil, wenn wir schon da loslegen könnten. Und ich würde sagen, wir facken nicht mehr lange, wir suchen uns gleich den ersten Gegner. Der erste Gegner wurde gefunden und er hat ein ganz komisches Team, aber wir kennen das Ganze ja. Solche Gegner liegen mir nicht und dann hat er noch 5 Spieler im Mittelfeld, das wird eine harte Nuss. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Aber ab geht's. Ich habe irgendwie eine extreme Verzögerung, aber wir haben da den ersten Versuch. Ich wollte nichts wetten, ich hätte es wetten können, ich weiß, aber ich will das irgendwie nicht. Aber vielleicht mache ich es auch. Komm, wir müssen ja Tore schießen, wir wollen ja Upgrades. Und wieso eigentlich denn das nicht auch ausnutzen? So. Und da läuft Castro. Castro mit dem Schuss und Castro mit dem ersten Tor. Jawohl, sehr schön. Oh, was für ein Fehler. Inks mit einem Distanzschuss, aber was für ein schlechter Abschluss. So, zack, rüber. Ey, der hat uns einfach mal gefoult. Aber Rode kann da gar nichts anstellen. Aber wir behalten noch den Ball. Komm schon, Rode, setz dich mal durch. Er setzt sich nicht durch. Aber da. Und, was war das? Hä? Gegner hat abgebrochen. Rage Quit. Verdammt nochmal, wir haben nur ein Tor, ich habe zu schnell gedrückt, ich wollte da reingehen, aber der Gegner hat jetzt direkt abgebrochen. Ja, somit gewinnen wir das erste Spiel 1-0, Upgrade 1 und Rage Quit Upgrade 2. Und ich würde sagen, wir gehen gleich zum nächsten Spiel. Der zweite Gegner wurde endlich gefunden und extrem viele Leihspieler, fast nur rote Linien, aber ja, alles Top-Spieler, die brauchen nicht immer Chemie, wenn einer wirklich sehr gut spielen kann. Aber schauen wir mal, was wir in diesem Spiel reißen können. Und auch diese Partie hat jetzt begonnen. Und schauen wir mal nach, der Gegner spielt der überhaupt? Weiß es gar nicht, aber wir versuchen jetzt da gleich das Tor zu schießen. Und wir schießen gleich mit dem ersten Schuss, das 1-0. Und wie ihr seht, wir haben auch hier neue Trikots, und zwar die vom AC Milan. Sehr schön, Danny Ings schickt er da Ekpon Lauer. Ja, er bekommt ihn irgendwie rüber. Und Lallana macht das 2-0. Mit dem Innenposten noch ein Tor, dann bekommen wir einen zusätzlichen Upgrade-Punkt und dann noch den Rage-Quit, dann ist mir das egal, dann bekommen wir 3 Upgrade-Punkte für dieses Spiel dann. Oh, Churu, komm, Churu. Aber seht ihr das? Der CPU macht eigentlich das ganze Spiel für ihn. Das ist unglaublich. Komm, Churu, komm schon, Churu. Komm schon, Churu, komm schon, komm schon. Und jetzt! Churu macht das 3-0. Sehr wichtiges 3-0. Einen zusätzlichen Upgrade-Punkt und Churu hast nochmals 2 Upgrade-Punkte. Jawohl. Von mir aus, jetzt kann ein Rage Quit kommen. Wir haben vom ersten Spiel 2 Upgrade-Punkte, Sieg und Rage Quit. Dann beim zweiten Spiel jetzt Sieg, 3 Upgrade-Punkte, dann 3 Punkte mehr sind 4. Und dann haben wir ja ein Tor mit Churu, kommen nochmals 2 dazu. Wir sind somit schon bei 6 Upgrade-Punkten. Unglaublich. Ja, und jetzt kommt der Gegner, aber da haben wir natürlich unseren Churu. Sehr schön gespielt und Rode macht das 4-0.
sehr wichtiges Tor. Jetzt, wo der Gegner angefangen hat zu spielen und können direkt den Konter fahren. Lallana auf Ings. Und Ings mit dem 5:0. Sehr schön. Der Gegner versucht es mit den Dribblings, schafft es aber nicht, an unserer Top-Innenverteidigung durchzukommen. Und da sind wir jetzt natürlich mit dem Konter im Angriff. Zack, komm schon. Und jetzt da. Nein, Ecke, nein! Latte! Aber der Nachkopfball, der geht rein zum 6:0. Hey, was läuft da mit der Verteidigung? Lass ihn einfach durch. Zum Glück haben wir Adler. So, wir können wieder mal einen Angriff starten. Und das war es mit dem Spiel. Wir gewinnen 6:0. Also, ja, mehr als ein verdienter Sieg. Leider kein Rage Quit, aber egal. Wir bekommen genügend Upgrade-Punkte mit diesem Spiel. Auch die Statistik zeigt natürlich, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Die erste Halbzeit hat der Gegner nicht wirklich gespielt. Habt ihr ja auch mitbekommen aufgrund von meinem Kommentar. Aber die zweite Halbzeit hat angefangen zu spielen, aber nicht wirklich große Chancen gehabt. Alles, was war, habe ich euch ja gezeigt. Und ja, wir waren einfach auf einmal effizienter, als er eben angefangen hat zu spielen, als vorhin. Und somit haben wir einige Abgepunkte gespielt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei der Mannschaft wieder. Ich dachte mir, ich mache noch ein drittes Spiel und dieses Mal treffen wir auf einen hoffentlich richtigen Gegner, der hat brutal gutes Standard-PayPal-Team. Also ab geht's und können wir nur hoffen. Das Spiel hat angefangen, aber wir können keinen direkten Angriff starten. Jetzt der Gegner. Und der kann sich durchsetzen. Was macht Churu da für einen Fehler? Wie langsam ist da auf einmal Churu? Aber er holt den Ball zurück und verliert ihn direkt wieder. Das ist doch kaum zu glauben. Und Benteke mit dem ersten Schuss macht er gerade das erste Tor. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder kommen mit Ings. Komm schon Ings, komm schon Ings, komm schon Ings. Und jetzt macht das Tor. Nein, er macht das nicht. Komm schon, jawohl, komm schon Ings, macht das Tor. Nein, der Torhüter hält schon wieder. Kommt schon. Direkt durchpassen, jawohl. Komm schon, Lallana, mach das Tor. Nein, Pfosten. Meine Güte, hat der ein Glück. Atmen aus der Distanz, komm schon. Wieder Torhüter. Nachschuss wird auch geblockt. Und jetzt der Gegner mit einem Konter. Aber da haben wir den Ball. Aber das macht wieder Churu. Und mit dem zweiten fucking Schuss macht er das zweite Tor. Wie ihr seht, wir dominieren eigentlich den Gegner. Klar, wenn man nicht viele Schüsse, er steht hinten extrem, sieht, aber er hat einen Schuss, einen aufs Tor, zwei Tore. Ja, toll. Ja, ja, klar. Was macht er? Der dritte Schuss? Ja, komm, fick dich, Junge. So, jetzt haben wir aber den Konter. Komm schon, Ekwon Lauer, komm schon. Zack, rein und... Er macht den Anschlusstreffer, zum Glück. Ja, aber der Gegner kann auch da mal durchlaufen und macht tatsächlich das dritte Tor mit dem dritten Schuss. So, schön durchgespielt. Und Ings, Ings trifft das Tor nicht. Wir treffen das Tor einfach nicht. Hey, willst du mich verarschen? Schon wieder einfach ein Schuss und Tor. Adler ist scheiße. Ekwon Lauer und er macht das 2:4. Endlich wieder etwas näher dran. Komm schon, Ekwon Lauer, komm schon. Mach das Tor und er macht das 3:4. Sehr schön. Wir sind wieder halbwegs zurück. Und komm, und wir machen das 4:4, jawoll. Sehr schön, 84. Minute, der Ausgleich. Ja, und der Pass geht durch und meine Spieler sind natürlich müde. Und Benteke macht das nächste Tor in der Nachspielzeit. Kommt schon, wir müssen nochmals einen Ausgleich hinbekommen. Sehr schön, durchgespielt auf Ings. Komm schon Ings, komm schon Ings, komm schon Ings. Mach das Tor! Und Ings macht das 5:5! Auch in der Nachspielzeit, unglaublich! Wir sind wieder zurück. Wir bringen eine Neuerung ein. Und zwar, die Spieler sind so etwas müde. Ich wechsle jetzt wirklich drei Spieler ein.
Ich muss es machen, die anderen Spieler sind sowas von müde. Aber an sich ist es ja eigentlich nur eine Abwertung des Teams und keine Aufwertung. Und von daher, ja, kann man doch nicht böse sein. Sehr schön, Juru, aber wieder mit einem Fehlpass. So, und jetzt da durchspielen, sehr schön. Komm Ings, jawohl. Komm. Und an die Nahe, aus der Rede, jawohl. Und wir treffen, wir machen das 6:5. Oh, was für ein Risikopass da von Juru. Aber der Ball geht direkt weiter nach vorne und dann durch. Und da kommt Antonio. Komm schon, Antonio. Macht das Tor und er macht das 7:5. Jawohl. Jung mit dem Freistoß in den Strafraum und er kommt nicht an. Aber da steht Lukimia, kann den Ball abfangen, passt ihn durch. Situell mit dem Distanzschuss, aber der Torhüter hält. Und da ist Ings, aber der verfehlt. Aber wir können wieder abpassen. Und Juru mit dem Schuss. Nein, das wäre es noch gewesen. Juru mit einem Tor. Wir dominieren den Gegner. Ihr seht das. 19 Schüsse, 15 aufs Tor, er 8 aufs Tor. Aber ja, weiter geht's. Geht der Ball, kommt er an? Ja, er kommt irgendwie noch zu mir. Da und direkt durch. Und da haben wir Ings. Und Ings, komm schon. Nein, der Torhüter hält. Er versucht da natürlich, sich da durchzulaufen. Aber da nehmen wir ihm den Ball weg. Sehr schön. Durch. Zack. Und direkt durchspielen auf Lallana. Komm, Lallana, mach das Tor. Lallana, mach das 8:5. Wir haben einen 3-Tore-Vorsprung. Was für ein Spiel. Kommt schon. Hey, das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein. Und er macht direkt das Anschlusstor. Meine Spieler sind so müde, die mögen nicht mehr. Schade, der 3-Tore-Vorsprung ist wieder weg. Können wir auch durchtanken? Jawohl! Und das 9:6. Was der Gegner kann, können auch wir. Kommt schon, wir müssen da einfach den Ball behalten. Sehr schön. Können wir noch das 10. Tor schießen? Nein, wir können, kommen nicht durch, aber wir gewinnen diesen Krimi. Unglaublich, wir gewinnen das Spiel. Das hat jetzt mehr als nur einen Daumen nach oben. Also basht den Like-Button, basht ihn. Das müsst ihr jetzt machen, kommt schon. Unglaubliches Spiel, wir gewinnen 9:6. Es ist der Hammer, der Gegner war sehr effizient, hat auch extremes Glück, aber ja, kann gut auf das Tor schießen und hat die Tore gemacht, Asad mit einer sehr schlechten Leistung. Aber wir haben das Tor vom Gegner bombardiert und somit verdient 9:6 gewonnen. Das heißt, ein Upgrade für dafür und ein Upgrade für 3 Punkte plus. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Team und schauen das aktuelle Team an und wie viele Upgrade-Punkte wir überhaupt im Total haben. Also bis gleich. Eine gewisse Ruhezeit muss ich mir nach diesem Spiel einfach gönnen. Und jetzt bin ich wieder einigermaßen gesammelt, um euch die Upgrades zu präsentieren. Also wie viele Punkte wir haben, natürlich nicht die direkten Upgrades, die macht ja ihr. Also das erste Spiel, Sieg mit Ragekit, 2 Upgrade-Punkte. Zweites Spiel, Sieg, 3 Tore Differenz plus Juru-Tor, 4 Upgrade-Punkte, macht schon mal 6. Drittes Spiel, Sieg plus 3 Tore Differenz, weitere 2 Upgrade-Punkte, somit haben wir 8 Upgrade-Punkte in dieser Folge uns erspielt, die euch zur Verfügung stehen. Und ja, was wichtig ist, zuerst müssen die beiden selten Silberspieler zu mindestens nicht selten Goldspieler gemacht werden, damit wir die anderen nicht selten Goldspieler aufwerten können zu seltenen Goldspielern. Das ist sehr wichtig. Zu berücksichtigen gilt es hier den Doppel-Upgrade von Juru-Tor. Das heißt, wir können somit einen nicht seltenen Silberspieler direkt zu einem seltenen Goldspieler auch aufwerten. Oder wir könnten, nachdem die beiden seltenen Silberspieler zu einem nicht seltenen Gold aufgewertet wurden, einen nicht seltenen Goldspieler zu einer Special Card machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Inform, Man of the Match, Hero, was es auch immer gibt, Totti natürlich, absolut egal. Also lasst mich eure Upgrades wissen, am besten mit einem Link von Foothead als Kommentar einfach hinschreiben bzw. rein kopieren. Aber ihr könnt natürlich auch die 8 Upgrade-Spieler hinschreiben, wer sein soll, mit den Vor- und Nachnamen natürlich von den Spielern. Ja, das ist es mit den Upgrades. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, dann lass mich wissen, was genau unklar ist. Stell die Frage als Kommentar. Ich versuche die entsprechend zu beantworten. Und natürlich auch sonst könnt ihr eure Meinung zu dieser Folge ablassen, nachdem ihr den vor dem Media den Like-Button gedrückt habt und meinen Channel noch abonniert. Wenn du es noch nicht gemacht hast, wäre es auch sehr nice.
das ist eigentlich alles, was es zu sagen noch gab zu dieser Folge. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!